was Europa, Deutschland, Österreich machen werden. Die werden mit der Gießkanne weiterhin sozialistisch Geld verteilen, aber der Bürger muss ganz klar sich bewusst machen, linke Tasche, rechte Tasche, wir sind der Staat. Das heißt, wenn der Staat jetzt hier Geldgeschenke macht, Entlastungspakete, Milliarden in irgendwas reinsteckt, die Ukraine unterstützt und so weiter, das zahlen wir alle, entweder durch Steuererhöhungen oder eben durch neue Schulden, die dann wir oder die nächste Generation zahlen muss. Und daraus wird es hinauslaufen. Wir werden mehr Umverteilung sehen, mehr Neiddebatten, wir werden vielleicht sogar soziale Unruhen erleben, wir werden sehen, dass die Reichen dann irgendwie an Pranger gestellt werden mit einer Vermögensabgabe und weitere Steuern, da noch ein bisschen was rauskitzeln, da ein bisschen was rauskitzeln. Also es wird uns alle Wohlstand kosten, wir werden alle mehr zahlen müssen und es wird keine Lösung geben. Wir werden nur damit die Probleme sozusagen mit Geld überdecken, in die Zukunft verschieben.